So, oh, geht auch direkt weiter. Ich werde mein Wasser in deinem Rücksicht! Er sieht so ein bisschen unförmig aus, oder? Ja, der Arm, ne? Fest zuerst die Sehnen, die sind gut für eure Schnäbel. Ich will diesen Skullkessler! Noch ein Alpha. Es kann aber nur einen geben. K.O. in der ersten Runde. Und ich dachte, Pandora wäre eine Herausforderung. Ein Punkt für die Crimson Raiders. Du und Claptrap, ihr sichert den Bereich. Ich bin unterwegs. Ja, der war noch einfach. Ja, das stimmt. Aber die sieht auch ein bisschen anders aus als im ersten Teil, die Lilith. Meinst du, das ist eine Zwischensequenz? Ja, das ist so wie... Das schon. Denn ich hol mich runter! Aber sie hat ja auch so einen, der angesprochen hat. Ja, aber man sieht es hier nachher noch richtig da. Sieht hier eigentlich wieder ganz normal aus. Wir haben jetzt in der Intro ja auch ein bisschen gesehen. Lass dich von der Jagd mitreißen! Sturzflug des Todes! Okay. Geschossen? Was? Ja, da geschossen? Nee, ich hatte was aufgenommen. Ah. Also ja. Ich probiere gerade den Action-Skill ein bisschen aus. Mein Tier wütet da irgendwie voll. Darf ich den wirklich freilassen wollen? Ich weiß ja nicht. Ja, ist keine gute Idee, ne? Was liegt der da unten? Deshalb reise ich allein. Wie dein Haustier auch zu ihm geht. Ich hab mich im Alleingang mit den KWK angelegt und es ihm gezeigt. Jetzt muss ich Lilith nur noch signalisieren, dass die Mission abgeschlossen ist. Oh, da ist eine Mülltonne, die noch nicht offen ist. Und so kennst du sie noch, oder? Ja. Rede Gehorsams! Operation Trojanischer Clipwrap war ein voller Erfolg! Hab ich alles alleine geschafft? Ganz bestimmt. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatenmord wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Leer geschossen. Ich suche immer nach neuen Wegen, meine Feinde zu zerlegen. Alles klar. Dieses blutrünstige Geschrei? Mehr KDK. Zeig, was du kannst, Rekrut. Hinter dir. Es sind so viele. Wir sind verloren. Verloren. Du wirst nicht verloren. Firehawk. Irene. Die Kopfkönigin will ihren Kopf. Danke. Ich habe kein Blut. Also nehme ich deins. Unbesiegbar! Das war schon. Naja, wir haben ja gerade Granaten bekommen. Ich weiß nicht, wie wir ein bisschen was testen. Gut gekämpft, Kerl. Ja. Aber mit dir als Metzelkönigin haben die eh keine Chance. Bitte? Bitte? Okay, dann können wir sie ja wieder ansprechen. Oder ja. Hast du noch nicht alles abgesucht auf der Karte?
Okay, wir haben eine Basis. Vielleicht wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Los, Killer, mir nach. Ich fass mal kurz zusammen. Wir haben vor einiger Zeit eine Karte gefunden. Zu Kammern überall in den Borderlands. Ein echter Traum, was? Mir war nicht klar, dass uns das zur Zielscheibe machen würde. Wir wurden angegriffen und die Karte ging verloren. Seitdem suche ich sie. Hier lang. Ich war so mit der Suche nach der Karte beschäftigt, dass mir nicht auffiel, wie Pandora sich veränderte. Die Banditenclans haben sich früher zum Spaß gegenseitig getötet. Nun dienen sie einem Banner, einem Kult. Die Kinder der Kammer. Genau. Komm schon, sehen wir uns um. Die Kalypso-Zwillinge sind ihre Anführer. Das hat sie wahrscheinlich und ihre gehört. Anhänger verehren sie wie so. Götter. Sie glauben, dass die Karte sie zu einer großen Kammer führt. Und sie metzeln jeden nieder, der ihnen in die Quere kommt. Gerüchten zufolge soll ein Banditenclan ein Alien-Artefakt in der Wüste gefunden haben. Vielleicht ist das die Karte. Finden wir es heraus. Ich lass da noch. Aber du weißt doch jetzt, was ich mit sie reden muss, meine, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja. Perfekt. Ja, ich kenne das hier, den Muster, ja. Ich sehe es ja nur nicht an mir selbst. Ja, man sieht da seinen eigenen Arm nicht. Erstmal wieder looten. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, ne? Was haben wir denn hier? Doch. Hast du auch gesehen, ne? Ja, ist ja cool aus. Der Sonnenklopper-Clan hat die heilige Kammerkarte geborgen. Oh, Mauspiece. Sicher unsere Anhänger, um die Sonnenklopper in unsere heilige Familie einzuladen. Beeil dich! Die Zwillingsgötter werden unruhig! Die Karte. Ich wusste es. Wir müssen die Sonnenklopper vor ihnen erreichen. Ich öffne das Tor. Oh, wir sind ja schon Level 3. Komm schon, hier lang. Auch schon ein neues Gebiet. Was sagst du? Da kommen wir ja jetzt schon in ein neues Gebiet. Mhm. Oh, ups. Ey, hör bloß auf, ne? Wieso? Weiß nicht. Weil du das letztes Mal die ganze Zeit getan hast. Ach nein. Nur zweimal hintereinander. Oder dreimal. Zweimal? Oder vier oder fünf oder sechs. Weißt du, halt auch mal Licht anmachen. Ich hab gar nicht gemerkt, wie es dunkel wurde. Was geht ja noch? Informationen zu den Kalypsos. Finde den Sonnenklopper-Kriegs... Ihr scheint alles im Griff zu haben. Viel Glück. Ich... Bist schon weitergegangen? Was ist denn auch hier vor mir da? Also, was haben wir hier? Oh, dieser Ort ist ziemlich scheiße. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Ist nicht das erste Mal, dass die Raiders bei Null anfangen. Das ist keine Sanctuary. Hoffentlich kriegt Ellie das Schiff bald flott. Noch mehr Charakter, die du kennst, ne? Ja, Ellie und Sanctuary ist ja auch die Stadt gewesen, ne? Ja, bei dir war es eine Stadt. Ja, aber das war ja dann ja auch ein Raumschiff. Das war ja gleich am Anfang, dass wir die Batterien da reinmachen mussten, ne? Mhm. Ja, das Raumschiff hatte ich ja noch nicht gesehen gehabt. Wir spielen ja nochmal weiter. Genau. Aber bei Ellie waren wir schon, ne? Ja, die haben wir schon gesehen. Ja, dann haben wir ja schon ein paar Quests gemacht, wo wir ihre Figuren einsammeln mussten. Mhm. Die Ellie-Statuen. Ja. Markus von ganz am Anfang, den kennen wir auch, der verkauft immer diese Munition. Sagen die das hier auch so cool? Mhm. Munition? Nun ist man einfach nur ein Weichei. War mir eine Freude. Oh, ich hab stärker Granaten gekriegt. Wie? Was, wie? Wieso hast du stärkere Granaten gekriegt? Hier war irgendwo... Wo war denn das? Ich glaube, hier waren stärkere Granaten drin. Das gibt's gratis! Wird man ja nochmal welche finden. Ja, ich habe gerade drauf gezeigt, ne? Hier in den Kühlschrank waren irgendwie Granaten drin. Aber ist ja jetzt noch alles grau. Oder höchstens grün. Kinder der Kammer! Ich kann's nicht glauben, dass die Banditen sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Okay, weitergehen oder? Ich weiß ja nicht, wie weit du bist. Genau,
Das kennst du ja auch, Catch Right. Geht das eigentlich schon? Ach nee, man muss erst halt müsste erstmal den Strom einschalten. Ja klar, das kommt ja noch alles. Ja. Oh, hier ist auch eine Waffe, eine Shotgun. Ah, die rüste ich doch gleich mal aus. Ja, ach, die kann ich noch gar nicht nehmen, die ist Level 3. Ha. Das ist gut. Dann wo war denn die Shotgun? Hier in den Kühlschrank. Ein Objekt! Aber dir könnte natürlich auch was anderes drin sein. Da oben. Nee, hier unten. Da wo ich schließen. Ah, hier oben ist auch eine Kiste. Ah, hier ist eine Munition drin. Ach so, bei mir war eine Granate drin, falls du oben im Kühlschrank meinst. Mhm. Nee, okay. Bei mir war dann eine Shotgun drin. So an so der Seite. Aber ist ja bei jedem immer was anderes drin. Ah, die ist eh erst ab Level 3. Es ist Zeit zu kämpfen! Na, guckst du gerade, was du geblutet hast? Mhm. Oh, mein Vieh kämpft hier schon. Das gefällt mir. Sagst du? Ja, und Skeks. Lecker Skeksfleisch. Wir erstmal zur Mission weitergehen. Das hält man durch die halbe Karte des Skeks. Ja. Die verfolgen uns jetzt wahrscheinlich gar nicht. Nö, die beschäftigen sich gerade damit, mein Vieh. Und ein Claptrap. Achso, stimmt. Das klingt nach einem Plan. Was haben wir denn hier? Mhm. Ja, das klingt auch gut. Nicht aufgepasst, was wir machen müssen? Ja, wir müssen einfach noch zum Punkt gehen. Hast du die Karte schon mal angeguckt? Die sind, glaube ich, auch relativ groß. Oh ja. Die sind circa alle so. Cool. Ja, deswegen meinte ich, hat das schon so fast 60 Stunden gedauert. Wir können ruhig zum Punkt gehen, also wir kommen ruhig noch irgendwann nach links und nach rechts und so.
einen Shotgun gefunden. Es geht weiter. Zum Höhle oder so? Okay, wir gehen erstmal zum Punkt. Was hast du gesagt? Das ist eine Höhle? Eine Höhle oder so. Ja, ich glaube, da können wir sogar noch rein. Scheiße! Das ist das Lager der Sonnenklopper. Aber die Kinder der Kammer sind schon hier. Sie dürfen die Karte nicht mitnehmen, Killer. Ich würde schon sagen, man hält da wirklich aus. Beeindruckend! Wenn man tot ist! Du bist auf dem Buchclub gefeuert! Deine Leiche plündern. Das hast du jetzt nicht gehört, was er gesagt hat, oder? Was er gesagt hat? Hast gesagt, sag mir wenigstens Bescheid, wenn du stirbst, dann kann ich wenigstens deine Leiche plündern. Das gibt's nicht. Genau, ich auch. Das ist aber hart weg, ey. Ups. Tod, gefällst du mir besser? Ich komme mal zu dir. Skin? Mhm. Reichtum!
Wollen wir erstmal looten oder weitergehen? Oh, ich bin sogar schon voll. Ein Schild liegt bei mir. Bei mir wen? Hier bin ich auch. Zur Höhle gehen, die gesehen hast. Müssen wir jetzt noch weiterkommen? Ja, ich bin gerade zurückgegangen, um die ganzen Sachen zu öffnen. Wir können auch gleich weiter. So. Okay. Also, dann lass mich mal kurz die Waffen. Ich habe ganz mehrere grüne Waffen eingesammelt. Mhm. Oh, mit Inventarschaden. Gleich. Alles gut. Ich habe ein bisschen ausgemistet. Hier liegt noch ein Skin, falls du ihn nicht hast, aber ich glaube, der lag vorhin zweimal da. Den hat es ja schon aufgesammelt. Hast du das? Ach nee. Gerade sind wieder Feinde aufgetaucht. Du bist tot von mir. Ein Beutetier. Oh, sehr gut. Wenn er mich weggeht. Ja, deswegen schnell her. Oh, alles was hier. Hallo? Ui, es regnet. Ganz viel Beute, und zwar auch pinke oder lederne. Hallo? Hilfe! Ist das gut? Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so! Ich würde dich runterholen, wenn du in Not wärst. Oh, sogar eine Pistole. Beide einsammeln, ja? Ja. Ist eine pinke, ne? Ist keine lederne. Das ist eine lederne, aber auch viel blaues dabei. Oh, warum ist das hier dazwischen?
War hier irgendwas Besonderes? Ja, da liegt, lag, ach, das, da lag was, das habe ich geöffnet. Das Ding hier, dieser Rucksack. Welcher Rucksack? Achso, der Lila, ne? Genau. Ah, okay. Oh, ich sammle nur die blauen Sachen und grün ein. Aber man muss erstmal in das blaue reinkommen. Ich komme gleich an das eine blaue hier. Doch, jetzt. Mein Inventar ist auch voll. Ja. Mit die Kaum kann man doch mal wegwerfen. Aber gleich erstmal neu ausrüsten. Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben! Ja, du musst noch warten. So. Okay, das ist ja ein ganz toller Streich. Wir hatten alle einen super Spaß. Ich komme gleich an die eine grüne hier ran. Oh. Bitte lass mich runter! Bitte! Okay, was habe ich denn Schönes? Okay, gar nichts Schönes. Hol mich runter! Das nehme wohl besser ich. Ich habe gerade jetzt noch nicht genau verstanden, wie ich Sachen fallen lasse. Wenn du drauf gehst und X gedrückt halten. Oh. Ich habe das immer nur kurz gedrückt, ich bin einfach nichts passiert. Mhm. Oh, ich habe auch ein Brandschild. Mhm. Ach nee, das ist nur Resistenz gegen Feuer oder wie? Ja, genau. Ich dachte, das wäre so ein. Oder dann Leute, das ist nicht Feuerschaden. Nee, ich glaube, das gab's ja gar nicht. Ach, schade, das fand ich immer so cool beim zweiten. Zumindest hatte ich das noch nicht gehabt. Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben! Einen Skillpunkt habe ich auch. Du kannst mir entweder helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden oder so. Okay, das ist ja ein ganz toller Streich. Was sagst du? Wir hatten alle einen super Spaß. Okay, also, du kannst mir entweder helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden. Bitte lass mich runter. Dann schreie alle 15 Sekunden. Die Regierung können wir später einsammeln. Du hast ja schon vielleicht so einen lila Kristall ab und zu rumliegen sehen, ne? Nee, hab ich nicht. Ich will eigentlich vorhin bei der Höhle bist du an so einen vorbeigegangen. Nicht so. Ich würde dich runterholen. Aber die können wir noch nicht zerstören. Wenn du in Not wärst. Okay, ja, das habe ich gesehen. Aber rette kein. Mich. Ah, okay. Mhm. Das ist deine Waffe oder habe ich hier fallen lassen? Das ist deine, glaube ich. Welche? Die grüne hier. Oh, die wollte ich wahrscheinlich nicht fallen lassen. Ja. Dann nehmen wir sie mal wieder auf. Ich würde sagen, vorher lag da keiner. Ich muss das erstmal alles wieder aufnehmen. Oh, ich werf erstmal ein paar Grohe weg. Ich hab einmal Frostresistenz und einmal Feuerresistenz. Nicht schlecht. Ich hab auch. Ich hab grad einen mit Feuer genommen. Okay, weil sonst könnte ich dir auch meinen geben. Aber nö, ich hab hier welche. Ganz gut. Oh, hier oben ist noch eine Truhe. Ah, hier ist noch Geld drin. Oder hast du die komischen Figuren oder Menschen gesehen, die quasi so erstarrt sind? Ja. Okay. Aber ich spoilere nicht, was mit dem passiert ist. Hilf mir doch jemand! Damit meine ich dich! Der ist immer so nervig. Ja. Die sieht nicht aus, als wäre sie stärker als meine anderen, aber wenn die lila ist. Okay, das ist ja ein ganz toller Streich. Wir hatten alle einen super Spaß. Ja, manchmal bis auf mich. Hat sie ja noch bestimmte Fähigkeiten. Bitte lass mich runter. Oh, das ja, sieht man nicht. Ich dann ja erst, wenn ich sie einsetze. Ich würde dich runterholen, wenn du. Erschossen. Wenn du in Not wärst. Was? Ich hab so die Figur kaputt geschossen. Was? Hallo? Du warst da, oder? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben! Nicht so! Hier sind noch Splinter. Rette mich! Ja, wir haben ja noch gar nicht alles abgesucht, ne? Leute, das ist nicht schon witzig! Nicht sehr! Ja. Mal hier mal runtergehen. Ah, hier ist noch was. Oh, hier kommt auch gleich keiner. Lass das Blut fließen! Oh. Ohne Blut kannst du nicht leben. Wir werden sterben.
sollte mal öfters den Nahkampf verwenden. Okay. Dann können wir halt wieder hochgehen. Ich glaube, mehr war jetzt auch nicht mehr. Oder weitergehen. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben! Nicht so! Oder hast du noch so viel, was bei dir braun ist? Nee, ich hab nicht was. Okay. Nee, wir können jetzt weiter zum Fest. Okay. Ich hab mich schon gefragt, wo ich die Hen habe. Du kannst mir entweder helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden oder so. Falsch gelaufen, aber ich bin doch da. Ich würde dich runterholen, wenn du in Not wärst. Hol mich runter! Ja. Jüngerer Jesus. Gab's den nicht auch bei zwei? Yo! Hilfst du mir? Hast du auch? Nee. Ich nicht. Nicht? Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne, aber nicht so. Nicht so! Du hast die Ehre, du darfst hier runterschießen. Oh, meine Unterhose ist... Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Ich bin natürlich gekommen, um Pandoras legendäre halbnackte Banditen zu sehen. Außerdem habe ich mich mit Lilith und den Crimson Raiders zusammengetan. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also ist mein Plan der beschissenen Alien-Schrott. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bros. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders ab? In einem alten Propagandazentrum der Kinder. Ich habe sie rausgeprügelt. Das ist super! Na los, nichts mehr weg hier! Ich gehe vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Alles klar, Bro. Hier oben ist auch noch eine Waffenkiste. Ah, was für ein Glück! Eine Kiste! Das wurde einfach mal mit, ja? Aha. Ja. Das ist eine gute Idee. Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Ach, ja, sie haben wie Tiere gekämpft. Nö, die sind ja relativ schnell. Verwundete Tiere. Also Lilith vorhin hat sich ein bisschen viel Zeit gelassen, finde ich. Das war auch der Anfang. Mann, die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stört voll den Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Los. Ja, los, mach. Zeig uns deine Abkürzung. Ich hab da irgendwie noch voll die Feder. Hier fliegt jetzt so ein Säureklumpen denn bei mir. Echt? Nee, bei mir ist nicht. Hier so. Direkt über mir. Ist das? Nein. Nicht? Ah, hier ist ein Iridiumstein. Und dagegen schlägst du das oder passiert nicht viel? Ah, oh, das können wir später, alles klar. Genau. Ja, los, lauf. Die Luft ist rein! Sehr gut! Treffen wir uns mit dem Firehawk! Diese Kalypsos hören nächste Woche bis alle Banditen auf Pandora sie an Götter verlieren. Banditen brauchen keine Götter. Aber was mit Schulz Manitus? Wenn jemand sagt, die Luft ist frei, dann muss ich mal... Und Schulz Manitus. Rein. Ja, genau. Wenn Dimitri dann drauf steht, die Luft ist rein. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie... Bros. Das gibt's wirklich. Pandora steckt in Schwierigkeiten.
Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Das wird sein. Verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Warren? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Keine Karte. Also habe ich mir stattdessen diesen Banditen geholt. Ein Skin. Karte? Wenn du den Alien-Shot meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Jetzt müssen wir zu Ellie. Mhm. Erstmal laufen, ja? Ja, fahren können wir ja noch nicht, ne? Aber da vorne ist auch ein Quest. Achso, stimmt. Oder konnten wir den nicht annehmen, weil der Automat kaputt war? Nee, den hatten wir trotzdem angenommen, ne? Mhm. Ah, Claptrap. Hallo! Ich habe einen Job für dich! Super! Bitte hin mir! Gehen wir aber erstmal zur Ellie oder machen wir das jetzt hier noch? Ich verstehe deinen Schmerz, möchtest. Kleiner Freund. Ich helfe dir. Dass wir uns erstmal ein Auto holen, dann sind wir okay. Wieder. Ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Ausbalance in der Sache. Auswahl, sag ich. Geh! Auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Ah, siehst du, da sollen wir uns eben Fahrzeug besuchen. Ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht... Ja, komm schon. Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyreen wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Ups, ich bin abgerutscht. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Ja, die ist echt scharf, ne? Ja, scharf auf Raketen stand da gerade. Ah, genau, verkaufen, das klingt gut. Ja. Also gucken, ob ich noch was gebrauchen kann, aber ich glaube nicht. Du kommst wieder! Ich muss mal noch irgendwas auswechseln. Keine Fragen. Ich weiß noch gar nicht sagen kann, vom Level her. Du weißt, wo du mich findest. Okay, dann beende ich erstmal wieder die Aufnahme.